Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Xenoverse. Team Dimension richtet wieder übel an. Diesmal haben sie ja einen Shuffle gefangen genommen, um dann den Zug zu bekommen. Dieser Bereich ist nicht zu betreten. Oh, du bist der Mensch, von dem der Kronolle gesprochen hat. Ernichtung. Autem ist nicht so gut, denn im Doppelkampf greift man damit auch den eigenen Partner an. Thank you.
Fehler. Bei dem einen Schritt. Mensch, bist du hier, um den Altmann zu befreien? Lass doch. Das ist ein Illusion, Alter. Ich hätte damit gerechnet, dass es Sturdy hat. Und da musste ich es mit zwei Treffern sehen, konnte man alle zwei Stufen nehmen.
Technika plus ein Angriff Erhöhung waren wohl genug, um das Pokémon so zu besiegen. Besonders da es ja nicht voll entwickelt ist. Jetzt habe ich jetzt zwei Angriffe. Ich kann die Technik ja ganz schön eskalieren. Ja, das ist doch ganz gut. Jetzt hatte ich halt keine Lichtschild oder Reflektor gesehen, aber die Fog wurde ja ganz schön gebufft. Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot. Was du meinen liebsten Dank kennt. Ich bin der Konduktor von dem Crosshair Express. Wow, das war ich ja, bevor diese maskierten Rüppel angekommen sind. Diese Frau, sie meint, zwar charmant sein, aber sie ist ein echter Hexe. Sie hat ihren Minions befohlen, mich hier zu fesseln, damit sie die Kontrolle über den Zug erringen konnte. Aber sie war mit ihren Soldaten nicht allein. Aber sie war noch ein Mann mit ihr. Ein Mann, dessen Blick mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Von der Art, wie er gesprochen hatte, war sein Rang wohl höher als der der Frau. Ja, der Crosshair Express ist ein Stück Geschichte unserer Region. Wir können dich in die falsche Hände fallen lassen. Ich frage dich einfach verzweifelt: Kannst du diesen Zug von den Fängen des Bösen befreien? Okay, warte auf mich. Immer sehr Dank habe ich es noch geschafft, auf den Train auf den Zug zu springen. Als ich gehört habe, dass der Crosshair Express übernommen wurde, bin ich hier sofort hingerannt, ohne nachzudenken. Ich war mir sicher, dass ich dich hier treffen würde. Richtig, Pikachu? Pikachu! Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Ich muss nun etwas über in diesen kriminellen Unternehmen. Es ist so dunkel, dass ich ja kaum was sehen kann. Ist ein Mensch wie du hier reingekommen? Ja,
Das hätten wir jetzt zu viele stark beobachtet. Wir haben bestimmt größere Chance, wenn wir uns aufteilen, was du suchst, glaubst du? Ich dann später. Möglich. Niemand sollte doch auf diesem Wagen sein. Der hat jetzt mein Item geklaut. Das hat ganz schön Schaden gemacht. Und das, obwohl ich nicht mein Item hatte, was er jetzt abschlagen konnte.
Ich versuche diese Niederlage zu vermessen. Gestern ich einen Mental Herb Tee trinke, welcher der Liebling von Colonel Herb ist. Ich fühle mich wie in einem Western-Film. Aber das ist nur Bodycheck beherrschen, kein Tackle. Nicht, dass es irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Etwas Übung, um meine Engine warm zu machen. Den Quatsch habe ich ja. Thank you.
Dann mit das Item wieder wegzunehmen, damit Akrobatik mehr Schaden macht. Das ist wie der Idiot, der diesen sick aussehenden Schrott gebracht hat. Sachen mit Halbklau. Ich habe schon. Thank you.
Aufgabe, werde ich auch hier wieder aufnehmen beenden, bevor ihr euch das weiter einschaltet, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!